so die Denkweise, wie wir über gewisse Dinge denken, ist insofern interessant, weil sie muss ja auch irgendwo herkommen. Das heißt, unser Denken bekommt eine Richtung. Die Frage ist, woher diese Richtung kommt, in die wir denken. Wir lernen ja sogar in frühen Jahren zu sagen, man darf das Pferd nicht von hinten aufzäumen, das heißt, man darf nur in eine Richtung denken. Mathematische Formeln oder mathematische Gleichungen werden immer von vorne nach hinten errechnet. Wenn man also anfängt, mit dem Ergebnis anzufangen und zwischendrin ein paar Attribute zu substituieren, dann ist es nur dann erlaubt, wenn das Substitutionsgesetz der Mathematik greift. Das heißt, man zwingt uns zu einer Denkrichtung. Und das ist meines Erachtens ein sehr, sehr großer Fehler, weil der liebe Gott hat unseren Kopf rund gemacht, dass wir nach allen Seiten hin und in jede Richtung denken können. In diesem Sinne wünsche ich dir Richtungsdenken und nicht richtiges Denken. Namaste.